Hallo und willkommen zurück zu Spider-Man. Ist dieses Büro? Wir haben in der letzten Folge einen sehr verstörenden Typen gesehen, der einen Kopf eingetreten hat. Jetzt komm schon. Ich würde mich ja nicht mit Tombstone anlegen. Geschafft. Entwürfe. Ein Transportwagen. Das bauen sie also für Lee. Aber wozu braucht er einen Panzerwagen? Und los geht's. GPS-Peilsender. Wozu braucht Tombstone die wohl? Okay, Jungs. Ich weiß es nicht, aber du solltest da weggehen, MJ. Hol das Zeug aus meinem Büro. Zeit zu gehen. Gut, ja. Ich wäre schon etwas früher gegangen, aber... Okay, ich möchte sagen, tu das nie wieder, aber da du ohnehin nicht auf mich hörst... Hier. Die sind fürs nächste Mal. Klasse. Danke. Du weißt, dass Tombstone verrückt und quasi unbesiegbar ist, richtig? Jeder hat einen schwachen Punkt. Ja. Meiner ist... Was auch immer du da gerade kochst. Es riecht köstlich. Hähnchencurry, es muss noch köcheln. Keine Knödel, hoffe ich. So. Darüber wirst du nie Gras wachsen lassen, oder? Nein. Die große Knödelkatastrophe. Krass, dass sie das ganze Haus evakuiert haben. Ich weiß, und das im Januar. Deine Nachbarn hassten mich. Unsere Trennung hat sie ziemlich gefreut. Das kann ich glauben, nach so einer Sache. Also, reden wir über deinen Fund in Lees Büro. Tja, Lee hat ein Problem mit Norman Osborn. Ja, aber warum? Ich weiß es nicht. Aber sein nächster Schritt beinhaltet den Teufelsatem, was immer das ist. Ja. Ich werde recherchieren. Also, ich dachte... Wie wär's? Wir als Team? Du als meine Hilfin? Wie Spider-Girl? Spider-Woman? Nein. Woman. Kein Sidekick. Als der Feminismus! Oh. Oh nein, nicht schon wieder! Ja, Peter, du solltest dich auf eine Sache konzentrieren. Hey, dein Verbrechenssystem-Dings. Es gibt da einen Wohnungseinbruch. Charles Standish. Kommt mir bekannt vor. Ja, mir nicht. Oscorps Finanzchef. Oh. Warte. Glaubst du, dass das etwas mit Lee zu tun hat? Ja. Sorry, dass ich dich sitzen lasse. Hast du deine Klamotten einfach auf dem Küchenboden gelassen? Wo soll ich sie denn... Die Couch wäre okay. Dann sehen wir uns später? Ja. Okay. Verschiebung des Dates. Ab zu Charles Standish. Wer auch immer... Also der Oscorp-Finanzchef. Um nochmal auf MJs Frage drauf zu kommen. Ja, es hat bestimmt etwas mit Lee zu tun. Denn wie wir wissen, hat er eine Obsession mit Oscorp und Osborn. Hey, ich bin's. Das Curry ist gut. Was wissen wir über Charles Standish? Mal sehen. Finanzvorstand bei Oscorp. Bereits seit 20 Jahren im Unternehmen... Single. Seine Kunstsammlung. Und wenn er in diesem Gebäude ein Penthouse besitzt, muss er super reich sein. Wenn Lee hinter ihm her ist, dann wegen des Teufelsatems. Okay, ich werde die Akte durchsuchen. Vielleicht irgendwelche. Wenn du was findest. Dadurch, dass er hat Finanz. Etwas noch Schlimmeres als beim Rathaus planen. Also, sind wir jetzt Partner? Fühlt sich zumindest so an. Partner! Dadurch, dass er Finanzchef ist, wahrscheinlich irgendwie welche Finanzen verdecken wegen Teufelsatem oder so. Würde ich jetzt einfach mal raten. Die Polizei sieht aus, als könnte sie Hilfe brauchen. Ja. Ja, ich bin noch nicht fertig, Jungs.
Oh, falsche Richtung. Oh. So. Verdammte Terroristen. Danke für die Hilfe, Spider-Man. Ah, kein Ding. Der Funkspruch. Wir brauchen einen Wagen. Drin sind vermutlich noch mehr. Ihr Jungs bleibt hier. Oh. Treten wir mal die Garage. Mal schauen, was da so alles gibt. Ich erwarte aber nichts Gutes. Ich erwarte hoffentlich auch keinen Tombstone. Da hat es jemand eilig. Stimmt gar nicht. Nicht hier. Was geht? Sie sind verletzt. Ich bin okay, aber du musst Standish finden, schnell. Die Typen mit den Masken haben ihn entführt und in seine Wohnung verschleppt. Er wohnt im Penthouse, oberster Stock. Okay, ah. Warten Sie hier. Gut, dass ihr da seid. Mein Auto ist weg. Ich bin sicher, dass ich hier geparkt hatte. Da. Au. Au, 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 jetzt hör auf. So. Tuantutan. So. Ja, Bashing. So. So. Oh, schade. Ich war gerade so in einem Fluss. Ihr arbeitet auch hier? Die Parkplätze werden aber echt gut kontrolliert. Okay, ja, ich hab's schon verstanden. Oh, oh, ah. Okay. Ist gut, mein Dicker. Da. Genau. Der Meinung bin ich auch. Das unterstütze ich.
Guter Kampf. Der Wille war da. Ja. So geht nichts. Sie wissen, dass ich hier bin. Vielleicht kann ich den Aufzugsschacht hochkrabbeln. Ja, vielleicht. Von hier aus müsste ich eigentlich ins Penthouse kommen. Da. Du auch. So, du bist auch dran. Jeder kriegt was ab. Hier. Okay. So. Fast geschafft. Hui. Aus dem Licht bleiben. Für dich für ein. Komme ich nicht durch. Ah. So. So, und dann verabschiede ich mich schon. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn ich euch, meine die Kerle da unten. Wir haben noch Zeit. Ah, nächste Runde. Brandbomben? Im Ernst? Meint ihr nicht, dass ein bisschen übertreibt? Bewegung! Oh, 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 Gott. Bleibt dabei, meint ihr nicht, dass er ein bisschen übertreibt? Nicht gut. So, dadurch. Ach, wie nett. Standish. Okay, und jetzt? Geben Sie Ihr Passwort ein. Ah, das sieht nicht gut aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, wenn wir hier in der nächsten Folge zu Standish gehen müssen. Tschüss!